Da will ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, mit dem Savior drin. Ist das wahrscheinlich? Richtig, guten Morgen. Ja, Kaiserslautern ist auf dem 17. und RB Leipzig auf dem 14. Platz. Frankfurt ist letzter. Also, gut. Schalke 16er, Mainz 15er. Mensch, jetzt können wir Top-Tabelle. Ja, Augsburg 1. Bayer 2. Dortmund 3. VfL 4. Bayern 5. Und Borussia Mönchengladbach 8. Gut, wir haben erst. Machst du jetzt auf 6 und 7 dazu? Wir haben erst 2 Spiele, aber wir schauen mal kurz was nach. Also, haben wir das schon gehoben? Ja, dann wollte ich nochmal. Och, jetzt hatte ich. Ach so, wegen der. Ja, egal. Dann eine Sache an den Zaflor. Kurz und knapp. Ja, hi. Es ist jetzt so, das fällt mir gerade so ein. Der liebe Traoré wird sich, so wie es aussieht, von uns verabschieden, weil der liebe Herr Shita HDMI gesehen hat, der kostet, also zumindest es hat uns jemanden geschrieben, der wollte ihn für 13,5 oder so haben, irgendwas 13 oder 13,5 haben. Und 13,5 oder 13 ist er wert, war aber genau der Wert von ihm. Und da habe ich Nein gesagt, bin bei 28 Millionen geblieben. Habe das auch den Zuschauern alles erzählt. Die haben uns mir was geschickt, die wollten dann 20 Millionen bezahlen. Ich bin geblieben bei 28 Millionen, weil es ja das Doppelte, über das Doppelte. Dann haben die das nochmal geschrieben, was habe ich nochmal 28 Millionen gemacht und dann haben sie es akzeptiert. Wird es also so sein, nach der Folge, das ist das letzte Spiel mit Traoré und dann haben wir... Einfach mal alles... So oft darauf pochen, dann machen die. Und dann müsste es eigentlich immer noch so sein. Da gucke, da überdacht, entschieden ist so akzeptiert. Für 28 Millionen haben die Typen das gekauft. Ja, also, das Lustige ist, ich weiß noch nicht, wem wir den, was für einen Ersatz wir kaufen. Das ist ja, dann. 28 Millionen. Wird sich schon was finden. Ja, erstmal gucken. Erstmal gucken, wie es mit Hermann ist. Das ist ein Arnold. Arnold haben wir doch. Ja, dann setzen wir den einfach mal rein. Der verteidigt schon der macht schon die Position mit Sabitzer. Und macht die Position durch mit Johnson auch. Hat er zwei Positionen? Drei. Nee, das geht nicht. Das ist schon alles so abgemessen. Oh, guck mal! Mann. Boah! Traumlattenschuss plus Pfosten. Traumlattenschuss. Ja. Ich weiß. Mal schauen, wie wir spielen. Wieder so grottenschlecht. Vor allem, weil es der Hamburger SV ist. Ohne Lazzocca, was ist denn los? Weil der Lazzocca ist ja unbedingt weggegangen. Der ist jetzt nämlich bei Bayer Leverkusen, der junge Mann. Der ist auch nur 23 Jahre alt, dazu gesagt. Und was wird der Hamburger SV sich heute denken im Spiel? Na, guck mal, es war doch schon so gut wie klar. Karius hat übrigens bis jetzt noch nicht so doll auf die Fresse gekriegt an Toren. Das geht ja noch. Weil das war ja auch so ein spektakuläres Spiel. Das erste Spiel war gegen VfB. Nee. Das zweite Spiel. Hä? Wir haben schon mal gegen die VfB Stuttgart gespielt, oder nicht? Also, ich alleine. Jetzt nicht beantworten. War das jetzt das zweite Spiel, oder was? Ja, genau, das war das zweite Spiel, wo du nicht da warst. Und was schätzt denn du, wie das Spiel gegen VfB Stuttgart ausgegangen ist? 2-1. Bisschen länger warten. Nee. Es fiel das 3:0 oder so, glaube ich, in der 51. Minute für VfB Stuttgart. Wir haben uns zurückgearbeitet und das Endergebnis war 4:4. Ja, du wirst es nicht glauben, dass selbst das 4:3 im Ernst von VfB Stuttgart in der vorletzten oder vorvorletzten Minute geschossen wurde und dann der Schieder einfach mal durchgerannt ist und in der letzten Sekunde das Tor gemacht hat zum 4:4. Und das Stadion war ruhiger als ruhig, als ruhiger ruhig. Ja, da hat niemand mehr was gesagt. Mensch, das Kinder, die sind... Oh, fies, ja. Ach so, genau, dann noch so eine Sache. Der liebe Herr Stranzel ist ja einer unserer Abwehrleute. Was ist denn mit dem los? Ja, der hat uns nämlich angeschrieben oder so, irgendwie so war was. Zumindest ich habe das auch so mitbekommen, als ich ihn verkaufen wollte, als ich das mitgelesen habe. Man kann ihn nämlich nicht mehr verkaufen. Was schätzt denn du, warum man ihn nicht mehr verkaufen kann? Genau, er hört auf mit dem deutschen Fußball in 11 Monaten, weil er schon 36 Jahre alt ist, der Knochen. Also, hättest du das gedacht, dass der 36 Jahre schon ist? Mein Junge, wir brauchen dann nämlich, wir müssen nämlich auch in der Abwehr uns kümmern, dass wir dann einen Satz haben, weil Strandl steht sogar am Platz.
wenn einer zu krass angeschlagen ist. Also zurzeit sieht das echt brutal aus bei uns mit den Mitspielern. Oder mit den Mannschaftskollegen, sage ich mal so. Sieht echt brutal aus. Der Keeper, er ist da drinnen schon wieder. Was ist das denn? Oh, wie sieht nach? Was hat ein Adler für geile Haare? Alter. Ist immer nice. Also Adler hat ja Traumhaare. Oh, geil! Alter. Adler hat sich schon mal komplett verschätzt, der junge Mann. Mein Kerl macht gar nichts. Aber Adler, der hat sich. Fällt den Fuß aus, Mann. Ich klopp da meine Birne dazwischen. Um Himmels Willen. Er stellt da erstmal sein Bein zwischen seiner. Zwischen ihm des Gegners. Apischek hat mir gestern gefallen. Im realen Spiel. Das war cool. Ja, aber super Vorarbeitung. Ah, das ist auch lustig. Von dir, dass er jetzt so im defensiven Mittelfeld spielen will. Zumindest das Tore ihn da so einplant. Hätte ich auch nicht erwartet. Oh, scheiß Foul. Sie hätten einfach mal passen können. Ach, guck mal, guck. Unser Ex-Spielchen. Spielchen. Den mache ich rein. Lars Stindl 1 zu 0 für uns fast. Naja. Ah, Julian Kopp. Ein wertvoller Mann, aber es wird besser verteidigt von Piszczek. Also die Position haben wir um einiges verbessert. Mein Gott. Da haben wir das V hier typisch wieder. Och man, da wollte ich nicht hin. Oh, die Modi ging ja weit. Oh, warum liegt das so zeitig hin? Was mit dem was? Ich dachte, der hat auch einen Schritt. Ganz handy, der war ja auch einen Schritt nach vorne. Ich sehe, der 5000 hatte. Gib mal her den Ball. Mein Schatz, Kinder, gib doch mal her. Da wie zwei Leute auf so einen Typen losgehen. Ah, Karius hat mal wieder was. Der rollt ihn ab, der ist auch verrückt. Im Hamburger Frau rollt man noch keine Bälle ab. Hallo, geht's doch. Naja, ich wollte jetzt einen entscheidenden Pass geben, aber ja, war wieder ein Fuß zu viel. Martina, das ist meiner. Martina, der war ganz schön verschenkt. Martina. La 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 la. Hat unseren Ball. Ole, 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 ole. Karius, Karius hat den Ball seines Lebens. Ich habe den auch weggeflackt. Wäre jetzt nicht so, als ob das jetzt so natürlich gewesen wäre. Karius, 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 Karius. Karius, du Karius, Karius, Karius. Mein Gott, hier passt auch wieder gar nichts. Alle rennen sie wieder ganz dumm den Ball hinterher. Dann auf einmal kommt die Torlinie, wo tausend Leute aufs Tor schießen, wie verrückt. Ach, wir machen einen Haufen Druck, das ist ja Wahnsinn. Ja, drei Leute gehen auf den Ball. Karius, halt ihn doch einfach. Och man. Torwart, also so eine Scheiße. Hallo. Holbi. Ah, lernt ihr denn in der Fußballschule? Netsch, hier schubsen uns. Kann ich trinken? Das sowieso. Selbst an so einen Ball komme ich nie ran. Och, hör auf. Ganz ehrlich. Heimo Wasserschneider. Der mag dich. Arsch nach Hause bewegen. Kann er da bleiben. Geil. Ich brauch alles klar. Ja,
keine Offensivkörper. Alle sind zu fertig mit der. Mutu ist verletzt. Ein paar Leute sind verletzt. Zwei Leute sind verletzt. Das können wir weiter verletzen. Weil die waren ein wichtiges Fehler auf unserem Platz, aber. Habe ich schon wieder vergessen. Och, Adler. Ach, mein Gottchen. Das war Sabitzer. Der hat aber bei VfB Stuttgart hat er auch zwei Tore geschossen. Also ein wunderschönes Doppelpack. Habe ich mich gefreut. Hat er hier ein Tor geschossen? Jetzt bin ich schon lange gewonnen. Oh mein Gott, tu nochmal ans Spiel hallo ein bisschen. Gut, ich hätte noch eine andere Idee von Leipzig, den Dings zu holen, da, den wir auf den Wunschlüssel rum haben. Wäre vielleicht noch eine kleine Notlösung. Der wollen sie bestimmt nicht viel Geld haben. Ich weiß gar nicht mehr, was sie damals geschrieben hatten. Müssen wir mal gucken. Pulisic gibt es übrigens in FIFA. Den, also Christopher Pulisic. Pulisic. Der Amerikaner, Deutsch-Amerikaner oder was er darstellen soll. Aber die Werte von ihm habe ich leider noch nicht gesehen offiziell. Du Scheiß, die waren dann. Wollte eigentlich zum Spieler da hinten, aber hat sich ja komplett erledigt. Der geht rein. Oh. Irgendwie mal eine Tanke zu machen. Vielleicht mal angemacht. Blondie guckt. Ganz sauer. Och, jetzt spielt Müller mit noch. Weg da. Sehr gut, Pfeifen Paul erstmal. Gar nicht weiterspielen lassen. Gute Entscheidung. Jetzt durch den Kopf vermachen sind Tor. Kommt gut rein. Oh, Karius fest auch dazwischen. Och, guck mal, der Keeper soll mitspielen. Das ist ja mal süß. Warte. Schon kurz irgendwo rein. Ach guck mal, wir spielen gegen Frankfurt, gegen den letzten. Das heißt wieder, wir verlieren. Gut, wir verlieren auch gegen Hamburger SV, aber. Aber überhaupt mal gegen Hamburger SV gewonnen? In der letzten Saison. Aber nicht. Ich glaube auch nicht. Wäre was prickelndes Neues. War nicht so geplant, weil. Sorry, aber. Passt schon. Brauche ich noch ein Spieler, ja, jetzt bin ich wieder dran. Bin ich wieder voller Elan. Och du Scheiße, der dreht sich erstmal. Ja, der muss auch immer stoppen und den dann in die Mitte gehen. Oder einfach zurückziehen. Nee, warte mal. Alter, wie viel Druck man einfach macht. Das so einfach so gar nichts bringt bei jedem Gegner eigentlich. Das ist einfach so scheißegal. Es juckt so gar keinen. Oh mein Gott. Rote Karte bestimmt eiskalt. Oh, Heimo, danke. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb, Heimo. Geht rein. Alter, unser Spieler legt sich da so eiskalt hin. Ist das ehrlich? So richtig unnütz. Ach man, ich dachte, ich krieg den Ball noch. Einwurf, mein Freund. Das hab ich gesehen. Zwei Anspielmöglichkeiten sind komplett zugestopft. Ja, wieso gehst du da hoch? Aber ich dachte, der Spieler hat ihn sicher hier. Ach, da oben läuft ihn nach. Ja, toll. Da oben läuft ihn nach völlig blanko. Da ganz oben. Sieh mal, erkennen wir auf dem Bildschirm richtig. Dann so ein Scheiß. Och, komm, die. Fick die. Fick doch die Waldfee. Abseits. Oh, der macht doch das Tor. So ein Type. Links. Stück weniger. So zwei Balken. Reicht. Und merkt, wie schön es auf die Seite gleich wird. Richtig erfrischend. Neuer Spieler, geht rein. Alter. Wie schlecht war der denn geschossen? Also schießen können sie schon nicht. Der Hamburger, das habe ich jetzt offiziell gesehen. Also die tun auch irgendwie diese Räume gehen. Wir können auf Abwehrriegel stehen. Wir hätten immer noch Räume für den Gegner am Angebot. Ach Mensch, läuft sogar mit. Oh, der Junge hier. Mensch, das freut mich aber. Ich kann da nicht sehen, ob man den Ball hat oder nicht. Dann tust du aus Prinzip zurückrennen. Und wenn du noch nicht an den Gegner rankommst, ist doch egal. Du planst jetzt auch schon wieder die Köpfe.
Wenn der Raphael, du kriegst den Ball oder verpiss dich ganz schnell Es weg. sah eigentlich zu 100% aus, dass er den Ball kriegen muss, aber da sieht man mal FIFA-Style. Dazu gibt es ja nicht mal eine Millisekunde mehr nicht. Geil. Aber ganz schnell ganz wieder andere Welt. Ja, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich habe mich gewundert, wo der Spieler sich hin orientiert hat, gerade der andere. Ja, Freund, du kriegst keine Ansprüche. Langsam laufen, aber auch schon wieder. Was? Langsam laufen, aber auch schon wieder. Der läuft langsam. Ja. Kann ich hier. Mein Gott, jetzt kloppen die sich noch gegenseitig ihre Beine weg. Was? Ganz ehrlich, Raphael. Alter, das ist traurig. Raus. Das ist jetzt echt traurig gewesen. Nö, also. Das ist wirklich das schlechteste Ergebnis im Ernst von gewesen jetzt. Oh, Peter 77. Mein Gott, sind die gut drauf. Hilfe. Och, guck mal, jetzt ist Diekmeyer drauf. Och, guck mal, durch Korb ist Diekmeyer runtergeschmissen worden. Na, guck mal, Diekmeyer weg. Ja, ich hab da nur gekuschelt. Mein Gott, da mal überstreicheln. So, zu Mami gehen und frei. Ja! Jetzt komme ich nicht hinterher, du, ich fange mich. Warte mal, lauf erstmal ganz entspannt. So, und jetzt kann es passen. Ach du Scheiße, komm ich doch nicht ran. Der war noch halt dran. Das war jetzt eine Chance zu 1 zu 1, also 1 gegen 1, aber Gott, der war komplett. Halt dran. Ja, der hätte nicht mal einen Hauch rankommen können, eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie dieser, was das denn war, was das darstellen sollte, eine Flanke oder was weiß ich, was das werden sollte. Das sah aber gruselig aus. Och Mensch, wohin denn, Junge? Kannst schon mal in die Mitte spielen. Nur weil ein Spieler ist, heißt noch lange nicht. Ach, Karius, hält noch was? Wie denn das? Eine halbe Minute Nachspielzeit 1 zu 0 verloren gegen die Hamburger SV ist eigentlich. Das war nochmal eine schöne Aufstellung. Traumhaft. Ah, abseits. Bitch! Grimmitsch zum ersten Mal im Einsatz. Ach, guck mal, Ramos. Ramos! Geil, wie du mich das auch mehr. Du reißt dich nochmal runter. Ah, guck mal, macht der Adrian mal wieder ein Tor. Letztens hat er auch einen schönen von Flanke von Piszczek und Ramos mit dem Kopf. Ah, nein, das. Ja. Gut, trennen wir uns mit 1-1. Finde ich noch ganz okay. Sagen wir mal so, finde ich noch ganz okay. Naja, ne? Naja, kannst du. Zu einem 2-2. Ja, ist halt leider Gottes so, wie es gekommen ist. Kann ich ja nicht. Der Raphael ist ja halt nicht so. Ne, der ist nicht prickelnd. Okay, was steht da in der Zentrale? Dortmund hofft, kriegst du mal. Ach, Dortmund, ich dachte, hab gerade gedacht, ich. Ach, Kostic wollten wir ja haben als Ersatz. Naja, klar, Pischu, Mensch, alte Socke. Kennst mich doch, immer gerne offen. Und wann ist dieser Scheißspieler mal verkauft? Och, mein Gott. Och, Mann. Simmel. So wieder. Wollt ihr mich verarschen? 5,3 Millionen! Das ist wie so ein Torwart aus Sonne. Guck mal da, Götzschel, das ist traurig. Johann von dir in den Torwart. Och, Mutu darf wieder spielen, ist das die toll. So haben wir ihn jetzt. Also, Hermann steht schon mal auf dem Platz, aber es sieht nicht so aus. Der gehört uns immer noch, hä? Wie spät holen die uns Traoré weg? Also. Alter, wie spät! 24 Millionen kriegen wir. Und jetzt muss ich kurz gucken. Kostic wollte ich haben. Philipp Kostic. Nee. Warum nicht? Nee, das war der Abschlussbericht. Mein Gott. Aber nichts hier vom VfB Stuttgart. Doch da. Nee. Hä? Da! Ach du Scheiße, wir haben das Geld nicht. Also jetzt machen. Nichts Geld. Wie wollen wir haben? Geht nicht. Dann müssen wir uns doch den Leipziger holen. Nee, nicht Spieler suchen. Ich hab doch alles auf der Liste, Jungs. Ich hab doch, bin doch komplett drauf.
Dominik Geiser, da ist er doch. Ein kleines. Ups. Erschätzten. Och, guck mal, 2 Millionen! Guck mal, bietet man 100er mehr. Was? Na gut, 1,8. Bist du bekloppt, Junge? Ich will den Spieler haben, es geht jetzt in die letzten Stunden. Ja, 1,8er. Vielleicht ist Hast er du auch jetzt. weniger mit. So. Wie laufen wir mal viel zu viel? Viel zu viel. Wahnsinn. Ich hält keiner das kann. Viel zu So. viel. Raphael. Wir müssen nämlich mit Raphael mich auch erstmal verlängern. Ein Jahr will er nur haben und Alter, wie viel der einfach haben will. Was will ihm der für, was gebe ich nie für eine Rolle? Achso. Die alte. Wirklich? Würde ich sagen. Aber ich werde mal lieber das Geld umtauschen. Naja, wir müssen noch mit Hermann. Ja, erstmal bis das alles in Sack und Tüten ist und dann geht's weiter. Hermann. Stranzl erwägt aufzuhören. Juckt uns nicht. So, kein langer Vertrag gewesen. Nordwald müssen wir schon wieder verlängern. Ey, das ist auch ätzend. Hä, wo ist Hermann? Da. Kriegst noch ein Jahresvertrag. So. Sind sie vielleicht zufrieden? Eins verhandelt mit Sibyl. Pass auf, die kommen uns den ab. 1,7. Die haben ihn. Den haben wir wirklich zu billig gekauft. Als teuer. Billig. Tja, Guck mal, der wird gleich. was habe ich dir gesagt? Ich sag, was doch nicht umsonst. Ein wichtiger Stammspieler. Mein Gott. Ja, was eins geschickt. 2,8. Ja, aber sonst nicht. So, komm, dem immer ein bisschen entgegen hier. 2 Millionen gibt's mal gratis auf unser Konto. Kommt ja. Dabei auch ein bisschen was verdienen kann. Hector ist weg. Ja, die haben wir auch gekauft. Ja, und keine Zugänge. Also, die sagen auch nichts dafür. So, der gehört uns auch. Die sagen auch nicht dafür, dass die Spieler haben, oder? Zwei So. Spieler sind weg. Das juckt Und die keiner so. ist dazugekommen. Nee, wollen sie nicht haben. Das juckt uns nicht. Der Kaiser gehört uns jetzt schon. Noch irgendwas klären? Gibt's noch irgendwas? Was wir hier wollen, wenn wir jetzt irgendwie noch haben. Ach, guck mal, hier gibt's denn noch. Was ist denn das? Ich will die. Oh, guck mal, hier können wir sogar noch ganz schnell eben. Alter, guck mal! Kriegen wir sogar richtig viel Geld noch. Warte mal. Was? Hier diese Leute einfach so loswerden. Gefällt mir. So, irgendwann haben wir da keine Leute mehr auch da. Ach, die, Ist selber krank. die Form ist doch eh schrecklich gewesen von ihm. Spieler verkauft. Hat doch auf 3 gehen. Nein, ich möchte das in Ruhe. Es kann auch passieren, dass wir noch ein paar Nachrichten kriegen, die interessant sind. Außerdem kann auch. Ah, ist man nicht. Oh, guck mal hier. Abgänge, Zugänge. Forsberg, Janschke, Korb, ajajaja, haben wir ja. Haben wir einiges gemacht, mein lieber Mann. Riegel, Von dir sind nicht mal Schulz, alles. Muto, Piszczek, Ramos, Karius, Kuba. Das sind nicht alle, mein Freund. Das sind nicht mal alle. Das sind die wichtigsten hier. Sind die, also die von Wissen hat. Ich habe 83,1 Millionen ausgegeben und nicht ganz viel, so viel eingeholt. Guck mal. Bitte. Och, guck mal, die sind ja aber großzügig. Hier komm her, lass rüber. Brauchen Geld. Irgendwann wird es uns Sibyl eines Tages richtig teuer abkaufen. Na gut, jetzt war es das eh schon, aber. Wir brauchen Geld. So, dann hätte sich der Fall erledigt. Die Transferzeit vorbei. Alles, Schluss ist Ende. Traoré verkauft. Ich hoffe, dass die Verträge auch angenommen werden von den ganzen Jungs da. Wäre super. Naja. Oh, guck mal. Das ist jetzt schon 30.
Guck mal. Der verlängert. Was war das gerade? Sind das jetzt nicht schon 30 Minuten? 42? Wir haben gerade mal wir haben eine Halbzeit und zwei Halbzeiten. Das sind ungefähr 16 oder 17 Minuten. Naja, meine lieben Freunde, wir bedanken uns zurück. Genau. Wir bedanken uns erstmal bei euch recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Hür 16. Ah ja. Karriere. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh, tschüss.